Okay, Meister, back at it again. Ich werde es diesbezüglich doch fallen. Okay, nämlich habe ich mich abgefunden. Aber was ich nicht ganz verstehe ist, dass du dein Skill-Issue halt nicht acceptest, weil, da ist ein Skill-Issue. Und ich werde es nicht kompensieren für dich. Ganz im Gegenteil. Another one. Verstehst du? Wie dieser eine Meme-Dude, was war der? Wallah, ich mach nochmal und dann nochmal. Und das ist ja alles am Ende des Tages, was dahinter steckt, wenn du darüber nachdenkst. Es geht einfach nur um dieses Wiederholen. Es geht ja darum, es ist praktisch so eine Art Mini-Krieg. Es ist so eine Virtual Sandbox von Kriegsführung. Es geht nur darum, mit purer Brutalität vorzugehen. Natürlich kann Finesse und Strategie in sowas auch helfen. Aber bei uns beiden ist der Zug, glaube ich, abgefahren. Brute-Force-mäßig. Alles cool. Ich komme auf mein Schotterino. Im schlimmsten Fall gehe ich mit 0 Euro pro Jahr daraus. Aber danach wird es ein Hauch besser. Und wenn es dann besser wird, oh boy. Und das ist es. Du und die anderen, ihr macht es halt. Ihr fühlt euch halt stark, ne? Weil ihr halt seit Jahrhunderten mobbt. Und weil man damals gemobbt hat, kann man jetzt immer noch mobben. Ne? Und wir haben ja keine Ahnung, diese Kräfte und jene Kräfte, die wir einsetzen können gegen dich, blablabla. Ja? Okay, alles cool. Es geht ja nur darum, sag ich mal, so eine Art Schraubenschlüssel reinzuwerfen. Ne? Schraubenschlüssel in die Maschine. Das ist alles, was zählt. Und wenn du morgens aufstehst und dir mal denkst, ich habe es leider wieder nicht geschafft, Schraubenschlüssel reinzuwerfen in die Maschine. Nicht weiter schlimm. Am nächsten Tag, da kannst du es wieder probieren. Und irgendwann, du wirst jedes Mal den Schraubenschlüssel daneben. Aber irgendwann fliegt der Schraubenschlüssel ins Zahnradfreundchen. Und ich will nicht sagen, dass es von einer Person wie mir kommt und dass es von mir kommt. Oder jemand, der wie ich aussieht, heißt oder redet oder spricht oder sowas. Ich würde bloß sagen, prinzipiell könnte man mich in einer Dichotomie eher einordnen zu den Leuten, die es machen. So würde ich es mal sagen, okay? Und mach dich einfach drauf gefasst, Brudi, okay? Der gerechte Part kommt noch. Und du sitzt zwar am längeren Hebel, aber du bist mental halt ein bisschen langsam. Ohne Witz, du bist halt echt sehr langsam. Und Learning Disability hin oder her. Du hattest jetzt ein paar Jahrhunderte Zeit, deinen Scheiß zu fixen. Du hast es schlimmer gemacht. Also darfst du dich nicht wundern, wenn ich dann praktisch so herablassen komme. Weil du hast mich niemals gefragt, ob ich mit dir eben halt interagieren will. Du hast dich mir aufgezwungen. Okay, zwinge ich mich dir auf. Und ich wollte jetzt einfach nur mal so von der Seele reden. Ich hoffe, du weißt, an wem du da bist. Bye, bye.